Präsentation des umfangreichen Facelifts der dritten Toyota Yaris-Generation in Düsseldorf. Über 85 Millionen Euro hat Toyota investiert, mehr als 1000 Teile sind komplett neu. Die Schwerpunkte lagen auf mehr Schick und Dynamik, bessere Innenraumanmutung, differenziertere Ausstattungsversionen und weniger Verbrauch. Das Fahrzeug wurde komplett überarbeitet, sowohl innen als auch außen, und ist besonders vom Design her stark verbessert worden. Die Motoren sind sparsamer, wir haben weniger Nova dabei. Als Basismotor fungiert der überarbeitete 1 Liter Benzinmotor mit 69 PS. Weiters stehen ein 1,3 Liter Benziner mit 99 PS und ein 1,4 Liter Diesel mit 90 PS sowie die Hybridversion zur Verfügung. Die Effizienz des Hybridantriebs konnte weiter gesteigert werden, was einen Normverbrauch von nun 3,3 Liter auf 100 Kilometer bedeutet. Während Variabilität und Fassungsvermögen des Kofferraums gleich geblieben sind, wurde dank neuer Materialien das Flair der Innenausstattung verbessert. Außerdem gibt es nun das neue Multimedia-System Toyota Touch 2. Bei dem ist es möglich, Apps runterzuladen, aber auch den Bildschirm des Handys auch im Fahrzeug selber nutzen zu können. Und es sind noch einige andere Features, die eigentlich in diesem Segment einzigartig sind, dass sie hier eingeführt werden. Erste Fahreindrücke zeigen, dass sich der neue Yaris deutlich erwachsener und hochwertiger anfühlt. Der Erfolg der dritten Yaris-Generation soll mit diesem umfangreichen Facelift gesichert und ausgebaut werden. Die ersten Berichte, die wir haben, sind sehr, sehr positiv. Also wir glauben, dass wir beim Marktstart im Oktober hier wieder einen größeren Segmentanteil erreichen werden. In Zahlen bedeutet dies für Österreich 2400 verkaufte Einheiten pro Jahr bei einem Marktanteil von ca. 3,5%. Die Österreich-Preise des neuen Yaris sind noch nicht bekannt, sollen aber auf bisherigem Niveau bleiben.